Guck, guck. Hallihallo und herzlich willkommen zu Edna bricht aus, beziehungsweise ein. Genau, wir wollen ja jetzt ins Haus, in unser Haus. Wir kriegen die Distel nicht weg. Und wir kriegen die Distel nicht weg. Der Wald hat Dunsinane erreicht. Vielleicht ist vorne noch irgendwas, oder du tust das mit dem... Ja. Was denn, mit dem Hammer? Nee, da vorne war doch ein Rasenmäher. Zwerg. Wichtel. Dings. Aber, Mist, ich dachte, vielleicht kann man diesen Mini-Rasenmäher benutzen. Und vielleicht ist da ja noch was anderes. Vielleicht kannst du... Scherben. Er hat angefangen. Vielleicht, also... So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. Also, ich hätte jetzt... Jetzt haben wir mal Scherben mitgenommen. Kann man die dann benutzen, um das wegzuschneiden? Tonscherben, okay. Tonscherben. Wir probieren es einfach mal aus. Komm mal da. Verandatür. Hey! Dahinter ist unser alter Salon. Kann man die. Hey! Die ist abgeschlossen und doppelt gesichert. Okay. Lass uns hier einbrechen! Nein, ich will nichts kaputt machen. Nicht noch mehr. Okay. Oh Gott. Ja, ist kann schon einem wirklich leid tun. Weißt du, jetzt ist sie frei und dann sehen wir dann noch auf dem Friedhof das Grab vom Vater. Ich will sie nicht auch noch düngen. Okay. Können wir irgendwas mit dem Fass machen? Ich kann auch später noch das Geschirr abwaschen. Ja, ich könnte mal wieder baden. Aber das muss noch warten. Okay. Hier ist aber sonst nichts. Und der Hammer mit den Disteln. Ach so, dass wir so klein klopfen. Der ist ausnahmsweise nicht das richtige Werkzeug. Oh Mann, Edna. Waren die früher schon hier? Nein, 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 das wüsste ich doch. Der passt hier nicht. Wieso sollte er auch? Also irgendwie übersehen wir doch jetzt schon wieder was. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie... Kann man irgendwie das Fass... Kann man irgendwas mit der Regenrinne machen? Ich habe die Spur des Rosts bis hierhin verfolgt. Das hier muss die Quelle sein. Ach, guck mal. Ach, hinter das Haus. Hinter das Haus, genau. Das ist nur die Tür. Und die ist ja zu. Können wir irgendwas mit dem Schirm machen? Noch mehr Löcher? Hier ist doch schon alles kaputt. Alles! Mhm. Kopf hoch, Edna. Wir bringen das wieder in Ordnung. Der ist aus Plastik. Kein Rost weit und breit. Jetzt haben wir zumindest mal Tonscherben, haben wir vielleicht. Ich weiß nicht, haben wir irgendwie... Okay, wir sind hier. Also wir können nirgends anders hin, außer hier am Haus. Also dass man nicht... Der Briefkasten. Der Briefkasten. Upsala. Ah, vielleicht können wir den jetzt mit der Tür benutzen nochmal. Die ist nicht verrostet. Zumindest nicht mehr als früher. Vielleicht können wir die Tür aufschrauben. Schön wär's. Leider hat dieses Schloss ein anderes Kaliber als das von unserer Kellertür. Da geht's hinter das Haus. Oben kann ich nicht. Ich hab keine. Wollen wir die Tonscherben in den Briefkasten tun? Nein, Harvey. Nein? Aber... Nein.
Nein, Harvey. Yippie. Guck mal, Harvey. Wir sind endlich zu Hause. Noch sind wir nicht drin. Uns irgendwas erinnern oder sowas? Vor allen Dingen, wie könnten wir denn... Natürlich muss der Schlüssel abbrechen. Das ist natürlich super, ne? Mathis hat mir verboten, die Türen zu bemalen. Aber Mathis ist nicht hier. Ich wünschte, er wäre es. Die Regenrinne ist ja auch. Nee, da ist keine. Keine Dings hier. Ich kann nochmal ans Fenster gehen. Kannst du da drinnen was sehen, Harvey? Ich bin ein Hase und keine Katze. Auch mit Gewalt werde ich hier nicht weiterkommen. Mathis hat damals versucht, mir das Töpfern beizubringen. Er gab es auf, als sich ein Großteil des Tons in Alfreds Ohr wiederfand. Und mit der Schere kann man da nicht weiterschneiden, ich meine... Nein, danke. Ich stehe nicht auf Salat. Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Wenn wir so weitermachen, sind wir doch gleich fertig. Ja, eben, genau. Ich will sie nicht auch noch düngen. Normal gern, aber nicht da. Irgendwas mit dem Was ist denn dieses Harvey-Ding gewesen im Inventar? Das eine ist. Ach, das die, ist der Das Ding sind die Dings, damit okay, ich gut. stehe. Da kriege ich einen neuen Fußnagel und da kann ich eine Dings fälschen. Zu. Die ist nicht verrostet. Zumindest nicht mehr als früher. Irgendwas vielleicht mit dem Fass oder sowas, das mal... Randale, Yippie! Ja, Benimm dich, Harvey. Das hier sind unsere Sachen, nicht die von Dr. Marcel. Wenn das ein Topf ist, dann will ich nicht dem Koch begegnen. Das ist die Verandatür, der Tisch. Vielleicht kann ich den Stuhl. Gleich morgen werde ich hier aufräumen. Dann kann man auch wieder auf der Terrasse sitzen. Ich könnte Hoti, Moti und Alu zum Frühstück einladen. Neben Stuhl. Nein, der stand immer hier. Den Tisch benutzen? Weiß ich, dass ich da irgendwie dann aufs Dach... Gleich komme? Morgen werde ich hier aufräumen. Okay. Dann kann man auch wieder auf... Ich Kannst könnte du noch hinter das Haus nochmal gehen? Ja. Oder, ja, hin. Da haben wir das Fass. Tür. Fenster. Die Disteln. Das da hinten? Was ist denn das für ein Haus? Ah, das okay, ist, ja, das nee, ist das einfach nur... Ich kann den Mond ankaufen. Beneidenswert. Er steht über allem. Und sonst kommst du nirgendwo hin. Sieh mal, nee. Harvey, der Mond. Also, ja, also wie gesagt, hier am Rand müsste ja dann irgendwie was kommen, dass ich... Irgendwo das hin ist das Fenster, das ist die Tür, hinters Haus. Dann das gucken ist wir hier. Da nochmal. Das ist der Schirm, das ist der Stuhl, Verandatür. Und nochmal vorne. Tisch. Gehe zu Schuppen. Da waren wir noch nicht. Hm.
Ich sehe da drin viele Geräte, die vielleicht nützlich wären. Rasenmäher. Nehmen Zange. Nehmen Handschuhe. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Ja, okay, egal. Was haben wir hier? Ein Rad, Rasenmäher, den nehmen wir jetzt mit. Kein Benzin. Ja, okay. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. Ja, welche Kettensäge? Spaten. Okay, jetzt haben wir einen Spaten, die Schneeschaufel. Können wir die auch mitnehmen? Wozu? Aber den Rechen wir haben vielleicht. Noch Herbst. Den Rechen vielleicht, ja. Die gehört mir bereits. Okay. Was haben wir sonst noch hier? Ein Rad. Aber was haben wir denn jetzt? Wir haben eine Zange, ne? Wir haben eine Zange, das ja. Das gehörte zu Mattis Fahrrad. Es war das einzige vom Rad, was übrig blieb, nach meiner Idee mit dem Bus und der Fahrradkette. Farbtops. Ein Kessel voller Buntes. Können wir den auch mitnehmen? Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Okay, aber dann, jetzt gucken wir mal. Vielleicht können wir jetzt mit dem Spaten die, Dings mitmachen. Aber ich gehe jetzt nochmal zum Schuppen. Nee, okay, ich wollte jetzt gucken, ob ich nicht hier auch noch irgendwo hin kann. Okay, jetzt gucken wir mal. Irgendwie, weil da unten ist ja das Kellerfenster. Das nutze Spaten mit Disney. Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Aha. Oh nein, es klemmt. Auch das noch. Oxidationsdingensbums? Das ist nicht zu gerostet, das ist zu. Und mit der Zange? Ja, vielleicht. Nein, die Zange hat nicht genug Wumms. Also der Hammer. Der Hammer. Da will sie auf einmal den Hammer benutzen. Denke. Gut. Jetzt sind wir hier drin. Hey, das ist doch das Holz aus der ersten Rückblende. Ah, sonst nichts. Da geht's. Ah, jetzt sind wir in der Küche. Oh Gott, da kommen ja Pilze aus dem Topf. Ja. Eine über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Sie ist das Einzige, was in diesem Haus noch lebt. Durchgang, Spüle. Das Wasser wurde hier wohl abgestellt. Okay, sonst haben wir... Okay, also gehen wir nur Durchgang, Fenster. Kann ich vielleicht von hier aus die Hintertür öffnen? Oder? Zu. Okay. Aha. Das ist die Haustür. Mäntel. Vielleicht ist ja in einem der Mäntel ein Schlüssel drin oder so. Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Meine Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Was sonst was? Spiegel. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Gucken wir mal, vielleicht können wir mit Topflappen. Gleich morgen werde ich hier überall Staub wischen. Wer sind Sie? Wo ist Edna? Ah, da ist doch noch eine Tür. Habe ich jetzt. Achso, die kann ich nicht. Also ne, ich muss erst runter und dann kann ich. Salon, Küche. Okay, dann machen wir erst unten fertig, damit wir. Ja. Okay. Ansehen. Ah, das ist die Veranda. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Wegen der Mühle oder so? Na. Da war irgendwas anderes. Achso, Tisch. Der alte Mahagonitisch. Wie schön er damals glänzte. Aber sonst können wir ihn mitnehmen. Der Tisch ist zu schwer. Ja, ist ja klar. Verandatür. Können wir die jetzt öffnen oder sowas? Ich kann die Terrasse sehen. Naja, sehen ist übertrieben. Ich kann sie erahnen, weil ich weiß, dass sie da draußen irgendwo sein muss. Das sieht aber auch echt runtergekommen aus. Ja. Okay, die klemmt. Wie lange ist denn das jetzt her? Ja, echt so ein paar Jährchen, 10 oder so. Tja, der Pfarrer hat uns ja was gesagt, wenn er nicht... Ja.
Pflanze. Na, guck mal. Ne? Ja. Hier ist alles tot. Zu. Okay, dann rauf. Arbeitszimmer. Aha. Oh, ein Feuerzeug. Das Feuerzeug meines Vaters. Nehmen? Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Okay. Eine Kerze, die nehmen wir vielleicht auch. Sie gehört auf das Pult meines Vaters. Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Okay. War der nicht immer viel größer? Hey, das ist ja ein Bild von mir. Das ist Mattes Bett. Okay, also sonst haben wir hier... Durch dieses Fenster lässt sich der Mond sehen. Damals wie heute. Also, irgendwie... War der nicht immer viel größer? Ja, okay, also keine Schublade oder sonst irgendwie was. Gut, dann gehen wir ins Bad. Okay. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Das Wasser ist wohl abgestellt. Was sonst ist? Da geht's zum Flur. Wanne. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Ja, weil das Dach kaputt ist. Hahn. Lob. Das Wasser ist wohl abgestellt. Ja, okay. Also, Flur. Schulzimmer. Ah, das okay. Kommt mir doch bekannt vor. Ach ja. Hua. Komm mal, die... Nein! Ich meine, nein. Ja, ich wollte ja nur aufmachen. Nö. Nehmen wir den Stuhl, Globus. Die ganze Welt auf einer Bowlingkugel. Hey, ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. Sonst haben wir hier nichts, außer noch das Fenster. Moment mal. Da draußen ist ja nur Wald. Ha. Nach oben. Noch ein Stück mehr. Ach du Schau. Und der Baum wächst da durch das Fenster. Ja, ja. Ich kann die Straße sehen. Ist das Blaulicht da in der Ferne? Gut, dann... zu. Was? Die Pflanze scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Gibt's? Nee, gibt kein Teppich. Wie kann es denn, dass die Tür zu ist? Vielleicht können wir die Tür auch... Schön weh. Leider hat dieses Schloss ein anderes... Okay. Vielleicht kann ich die Tür aufbrechen. Mist. Ich komme mit der Schaufel nicht in die Ritzen. Jetzt weiß ich auch nicht, was wir mit der Zange anstellen sollen. Sollen wir die benutzen? Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Ich könnte vielleicht versuchen, mit der Zange den abgebrochenen Schlüssel rauszuholen. Dann müssen wir aber wieder raus. Küche, Keller, Fenster. Nach vorne. Einmal ums ganze Haus. So, Zange mit Tür. Gute Idee.
Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Dann kann ich die vielleicht... Ein Feuerzeug? Ja. Also so... Dass man das irgendwie heiß macht oder so? Die Scherben sind bereits gebrannt. Hä? Ich bräuchte eher eine Möglichkeit, diesen Prozess rückgängig zu machen. Mit den Scherben? Also dass wir... Ah, wir machen wieder einen Abdruck oder was? Hm. Weil dafür brauchen wir... Ja, okay. Ja, ich müsste... Und wir haben einen Topf. Die müsste ich irgendwie... Kannst du die in den Topf tun? Die sind bereits gebrannt. Nee, ich müsste die Tonscherben wahrscheinlich mit Wasser benutzen. Ja, wahrscheinlich. Und nur in der Badewanne ist ja Wasser. Ja, dann ab. Darauf. Dadurch. Hierauf. Da lang. Ach nee, Quatsch. Das Bad war doch unten. Mein Fehler. Es tut mir ja leid. Wanne. Benutze Topf mit Wanne. Ich kann auch später noch das Geschirr abwaschen. Okay, dann... Oder vielleicht die Scherben einfach. Ich glaube, ich kann jetzt ein wenig Matsch gebrauchen. So, jetzt haben wir Matsch. Und den feuchten wir Ton jetzt mit benutzen wir jetzt. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. So, jetzt muss ich... Zum Ofen musste es brennen. Genau. Nach unten. Müssen wir jetzt wahrscheinlich dann erst zum Laufen bringen. Wir haben ja Feuerholz. Das ist hier unten. Halt nehmen. Feuerholz? Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Okay. Ah, wir haben noch ein Feuerzeug. Ja, ja. Der uralte Eisenofen. Benutze Ofen. Machen wir Inventar Feuerzeug mit. Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Ah, guck mal. Jetzt müssten wir noch eigentlich den... Erste Mal den da. Was einmal geklappt hat? Und jetzt mit den Topfhandschuhen, denke ich. Der uralte Eisenofen. Ja, ich muss aber mal zurücklaufen, um zu sehen, ob das... Okay. Topflappen mit Ofen. Ah ja, jetzt haben wir den... Und jetzt wieder mit dem Hammer, ne? Ne, wir haben ja noch nichts, was wir da reingegossen haben. Ach so, haben. Ja, stimmt, auch genau. Und den schmelzen wir jetzt. Den, warte, genau. Mit in den Topf. Nein, so würde das gar nichts bringen. Wieso denn nicht? Oder den Topf? Nein, wir nehmen den Generalschlüssel. Der ist doch aus Gold. Ach so, ja, okay. Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Und jetzt kommt der Topf. So leid es mir tut. Ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Wir wissen ja, wo wir neue kriegen. Ja. dann den Dings wieder. Kinder, das Gold ist fertig. Oh nein. Benutzen. Gute Idee. Ich schütte das Gold in die Form. Und jetzt brauchen wir Wasser, ne? Und jetzt brauchen wir dann wieder Wasser. Benutzen die. So, jetzt sollten wir eigentlich. Achso, jetzt brauchen wir wieder. Ja, das sollte klappen. Dunk! Yippie, mein eigener Haustürschlüssel! Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Aha! Dum, dum. Dann gucken wir doch vielleicht zumindest nochmal in unser Zimmer, bevor wir dann vielleicht einen Cut machen. Aber jetzt gucken wir erstmal hier rein. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam.
Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Aha. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Hoff. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt? Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, Ihre disziplinaren Maßregelungen zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs... Danke. ...sind höflich ausgedrückt und zureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Diese kleine Mistkröte! Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Tja. Gut. Und das werden wir in der nächsten Folge machen. Ja, aber vorher, das ist auch cool. Daedalic Entertainment, das Logo und ja. Die Whispered World. Was, glaube ich, ja, dann auch rauskam. dann machen wir hier einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Thank you.